Ich habe entschieden, neues Jahr 2021 mit neuem Drogerie-Haul anfangen. Ich wollte mit euch Neuigkeiten heute vor der Kamera live testen. Hallo ihr Lieben, frohes neues Jahr 2021. Bevor ich wurde mit Drogerie-Produkten hier anfangen und Neuigkeiten mit euch testen, ich wollte erstmal euch ganz herzlich im neues Jahr begrüßen. Ich wünsche euch, dass ihr bleibt gesund. Ich hoffe, dass euch geht's gut. Und obwohl diese schwierige Zeit da draußen ist, ich hoffe, dass ihr könnt trotzdem mit Familie ganz gemütlich Weihnachten, Silvester feiern. Jahr 2020 war nicht nur für mich schwer. Ich habe meine Mutter verloren. Es war ganz schmerzhaft, es war ganz schwer Zeit für ganze meine Familie. Ich weiß, dass ich bin nicht allein. Da draußen gibt es viele Leute, die haben auch seine liebe Leute verloren. Und deswegen, ich wünsche euch, dass ihr bleibt gesund. Ich wünsche euch viel Kraft und viel Liebe schicke ich an jeden von euch. Ich wollte mich natürlich ganz herzlich beim jedem bedanken. Letztes Jahr war für mich erfolgreich. Vielleicht mein Kanal hat nicht so explodiert, trotzdem, wir haben im letzten Jahr 4000 Abonnenten geknackt, kann man so sagen. Okay, ich wollte nur einfach sagen, dass mein Beauty-Team auf meinem Kanal ist wirklich groß geworden. Ich bin wirklich sehr dankbar euch, weil wirklich im letzten Jahr, ich habe viel, viel mehr Abonnenten bekommen als im letzten Jahr, als ich angefangen habe. Und ich wollte mich wirklich bei jedem von euch mich bedanken, ganz herzlich für eure Unterstützung, immer liebes Kommentar, immer Daumen nach oben und dass ihr immer dabei war. Für eure liebe Worte, Unterstützung auch in meinem privaten Leben. Und ich bin ganz stolz, dass ich so tolle Community habe. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, dass ihr da seid, dass ihr schaut mein Video. Ich hab euch lieb. Jetzt ich starte mit meiner Drogerie-Haul, also mit diesem Beauty-Kram, der vielleicht unwichtig, aber macht wenigstens Spaß. Na gut, im Livestream, ich habe euch Drogerie-Neuheiten gezeigt, aber nicht alle. Und heute, ich wollte nochmal zeigen die Produkte, die ich habe damals euch gezeigt und Rest, was ich von euch ein bisschen versteckt habe. Ja, natürlich werden viele davon testen, getrennt im anderes Video, weil heute schaffe ich das nicht, aber ein paar Neuigkeiten würde ich mit euch heute testen. Es gibt es was wirklich sehr Interessantes, was hat mich wirklich angesprochen. Ich wollte mit euch direkt mit neuen Make-up-Produkten anfangen von Marke L'Oréal. L'Oréal hat neue Bambi Our Size Eye Mascara rausgebracht. Also von dieser Serie Bambi habe ich bis jetzt noch keine Mascara probiert. Und Lippenstift und neue Lip Liner. Lip Liner ist schon ein bisschen länger war, ich denke, aber die ist trotzdem relativ neu. Lippenstifte habe ich wirklich genug, aber diese Farbe hat mich richtig angesprochen. Und ich habe wirklich Lip Liner von L'Oréal mir auch gekauft, weil normalerweise ich kaufe sehr gerne von Essence Catrice, weil da sind sie viel günstiger, Qualität ist auch super. Aber passende Farbe war zu finden nicht einfach und deswegen habe ich mir sofort dieses Set gekauft. Also das war nicht Set, aber ich habe für mich wie ein Set ja, gekauft. Also damit ich mich nicht verrückt mache, nach einer passenden Lip Liner noch dazu suchen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr interessanter Farbton. Ja, ich habe euch schon im Video über neue Essence-Produkte etwas ähnliches gezeigt. Seht ihr? Essence hat auch diese Zodiac Limited Edition rausgebracht. Hat mir Farbe auch so gut gefallen von dieser Water. Also Serie ist wirklich wunderschön, aber irgendwie Qualität hat mir nicht ganz gefallen. Deswegen wollte ich doch von L'Oréal nehmen. So sieht jetzt L'Oréal aus. Absolut passende Lip Liner. Übrigens Lip Liner im Nummer 148, ja, ich würde unter mein Video für euch im Kommentar lassen, damit ihr, wenn ihr wolltet, nachkaufen. Seht ihr, das ist wirklich sehr, sehr ähnlich, aber trotzdem, also jetzt ich sehe, dass sie sind trotzdem unterschiedlich. Von Essence ist es mehr mit Rosé-Unterton und hier, das ist wirklich mehr so diese Coral-Peach-Farbe. Essence riecht wirklich so lecker und L'Oréal, typisch L'Oréal. Okay, wir fangen jetzt mit Bambi Mascara. Die Bürste ist aus Silikon, hat diese Pyramide-Form und dass sie schmal ist, das gefällt mir auch sehr. Ich liebe Mascara von L'Oréal, Mega Mascara, dann diese Paradies. Bis jetzt, ich war
fast mit jeder, ich denke, zufrieden. Okay, so was ich sehe, die trennt Wimpel sehr gut. Die macht die wirklich mehr dicke und mehr volumig. Also sie fühlt sich wirklich cremig. Durch diese Silikonbürste, sie kratzt ein bisschen, wenn ich natürlich gehe, sehr dicht an meine Wimpelkranz. Also das sieht erstmal so aus, irgendwie nicht so ganz akkurat. Ich nehme euch ein bisschen Dichte. Ich habe extra heute keine Lidschatten benutzt, damit ihr wirklich das alles sehr gut sehen könnt. Also es war mir wirklich nicht einfach, die sauber auftragen, weil hier seht ihr, ich habe schon meine Lid ein bisschen dreckig gemacht. Irgendwie sie klebt meine Wimpel trotzdem zusammen. Also je mehr ich wurde auftragen, sie wurde meine Wimpel zusammen ein bisschen kleben. Ich sehe das paar diese klumpige Teile auf meine Wimpel geblieben, ist richtig schwarz, macht Wimpel mehr dicht, mehr dick, mehr volumig, das stimmt. Die sind lang geworden, aber mit anderen Mascara von L'Oreal, ich habe Wimpel doch länger bekommen. Ich denke, das ist so wie Barbie-Effekt geworden. Es ist nur eine Schicht, ich wollte wirklich zweite Schicht nicht mehr auftragen, auch eine Schicht, das reicht. Das ist natürlich meine First Impression, ich würde die weiter trotzdem testen. Von erster Eindruck könnte ich sagen, nicht mein Favorit. Also die macht wirklich diese Barbie-Effekt, also vielleicht deswegen, die heißt Bambi. Wirklich über Bambi L'Oreal Mascara, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Hat einigermaßen meine Wimpel nach oben ein bisschen diesen Schwung mehr gemacht. Also die hat Augen geöffnet, ihr könnt das sehen. Ich mag sehr gerne, wenn Mascara gibt mir ein bisschen mehr Länge. Also bei mir ist besonders gut funktioniert, weil ich Schlupflider habe und deswegen für mich ist ja ganz wichtig, wenn es ein bisschen weiter meinen Wimpel gehen. Also ganz ehrlich, obwohl diese Bürste ist schmal, trotzdem ich schaffe nicht akkurat meine Wimpel tuschen. Ich weiß nicht, was los. Na gut. Okay, ich warte natürlich ab, bis das wird austrocknet und dann mit Q-Tips wird ganz einfach wegzunehmen. Und übrigens, ich habe jetzt angefangen an dieser Seite Wimpel tuschen und ich sehe wirklich, wenn man nicht so viel wird nochmal und nochmal auftragen, dann einigermaßen sie kleben doch nicht so zusammen. Aber die Farbe, das ist so intensiv schwarz, gefällt mir auch sehr gut. Jetzt beide Augen mit Mascara, ich habe ein bisschen alles sauber gemacht. Also das sieht gut aus, aber wie gesagt, gibt es andere Mascara, die gefallen mir mehr, obwohl die ist, ja, also die ist schön. Habt ihr schon das probiert? Habt ihr diese Mascara schon getestet? Lippenstift in Nummer 145, Color Rich aus dieser Serie. Und wie gesagt, ich würde unter meinem Video für euch natürlich nochmal Nummer lassen. Oh, das fühlt sich wirklich sehr hart. Ich habe das Gefühl, dass ich habe überhaupt keine Lip Liner von L'Oreal gekauft. Weil die, wie gesagt, sind ein bisschen teuer und Qualität, ich finde, nicht besser als beim Essence und Catrice. Obwohl von Anfang Lip Liner war hart, trotzdem lässt sich sehr gut auftragen, gute Pigmentierung, Farbabgabe super, also gefällt mir wirklich erstmal sehr gut. Ich liebe Lippenstifte von L'Oreal, obwohl ich weiß, vielleicht hat L'Oreal das nicht verdient. Jetzt kann ich Video anfangen, oder? Die Farbe gefällt mir super, ich liebe es. Das ist Karottenfarbe oder was? Okay, Qualität beim L'Oreal ist doch besser ein bisschen als von Essence. L'Oreal sitzt auf meinen Lippen ein bisschen besser als beim Essence damals. Übrigens, ja, ich verlinke für euch dieses Video auf jeden Fall, damit ihr das auch sehen könnt und vergleichen. Aber weil ich vor kurzem Maske für die Lippen gemacht habe und meine Lippen mehr sanft und gepflegt geworden, könnte sein, dass daran das alles liegt, dass auch jetzt dieser Lippenstift sitzt auf meine Lippen ein bisschen besser. Also ich sehe das hier ein bisschen, ich habe Schiff aufgetragen. Und ich würde gerne beide weiter benutzt, weil die Farben sind wirklich unterschiedlich. Und ich habe gesehen, dass bei L'Oreal, da gab es auch noch andere Farbtöne, etwas übrigens ähnlicher als von Essence, jetzt das. Hat mir auch richtig angesprochen, ich wollte nicht alles kaufen, ich wollte erstmal testen Qualität. Essence fühlt sich mehr cremig und Essence ist mattiert.
Und L'Oreal hat diese Glanz, aber Farbe von Essence gefällt mir mehr. Trotzdem, ich würde beide benutzen, bin total zufrieden mit dieser neuen Kollektion von beiden Marken, von L'Oreal und von Essence. Aber übrigens, Zähne mit dieser Farbe mehr gelbig geworden. Ich habe wieder diese von Essence All About Matte Olka Control Papier für mich nachgekauft. Ich liebe dieses Papier, das ist mit grüner Tee. Wenn mein Make-up schon ein bisschen Glow bekommen hat, durch das meine Haut Öl produziert, dann ich gehe mit diesem Papier durch, wurde dieses Öl absorbiert und dann konnte ich nachpudern und dann sieht mein Make-up wieder sehr schön aus. Von Max Factor Miracle Second Skin Hydrating Foundation mit Kokosnussmilch und Präprobiotikum Komplex mit Lichtschutz Factor 20. Neue Foundation habe ich auch gekauft. Ich wollte auf jeden Fall mit euch zusammen testen. Diese Inhaltsstoffe haben mich richtig angesprochen. Das mache ich extra Video für euch. Dann, das ist nicht neue Foundation, aber ich war ehrlich gesagt neugierig. Seit Jahren viele Leute haben diese Foundation schon getestet und seid zufrieden und begeistert und für viele, das ist eine Favorit geworden. Ich wollte endlich diese Foundation auch für euch testen, für mich persönlich auch testen. Das ist von Catrice HD Liquid Coverage Foundation 24 Stunden Mattiert Second Skin Effekt. Ich habe im Nummer 010 leicht beige. Übrigens, Miracle von Max Factor habe ich im Nummer 02 Fair Leicht. Also, ja, so leichte Farbtöne. Das ist mit Pipette. Ich habe das noch nicht getestet. Ich wollte wirklich mit euch zusammen vor der Kamera testen. Ist das für euch auch übrigens interessant? Habt ihr schon diese Foundation von Catrice selber probiert? Schreibt mir bitte in den Kommentar. Ich bin gespannt, wie viele Leute habt auch noch diese Produkte von Catrice nicht getestet. Ich liebe so sehr neue Foundation von Catrice True Skin. Das ist meine absolute Farbe. Selber Estee Lauder schon steht an die Ecke. Also und deswegen, ich habe mir gedacht, so mit großem Vertrauen und Hoffnung, ich wollte das endlich auch testen. Ja, übrigens, Farbe sehen ein bisschen verschieden aus. Bin ich schon durch mit Make-up? Ja, jetzt ist Pflege. So, auch sehr interessante Thema, natürlich Pflege aus Drogerie. Ich habe für mich auch diese Massagenrolle nachgekauft. Ich habe schon auch gesagt, dass ich habe das als Geschenk für die Tochter meines Mannes gekauft, zum Nikolaus geschenkt. Sie hat es verschenkt, genau, verschenkt. Und sie hat sich richtig gefreut, als sie hat diese Rolle ausgepackt. Natürlich, ich durfte das in meiner Hand halten, ja, und so ein bisschen probieren. Ich war so begeistert, dass ich wollte das auch haben. Es kostet etwas 9 Euro. Es ist limitiert beim Ebelin. Ja, also bei DM habe ich das gekauft. Aber ich denke, ich habe das online auch irgendwo gesehen. Also auf jeden Fall, ich würde für euch Link lassen. Ich weiß, dass viele haben schon auch gekauft und seid auch sehr zufrieden und begeistert. Also diese Rolle ist wirklich schwer. Mir gefällt übrigens das hier, diese Verpackung. Das ist, liegt bei mir im Badezimmer einfach nur so. Also das ist so praktisch. Und natürlich jedes Mal nach dem Benutzen, ich verteile Desinfektionsmittel, dann wurde das unter Wasser einfach wieder abwaschen, aber in dieser Position, damit das Wasser nicht unter die Rolle reinrutscht. Also diese Rolle selber aus Plastik, das ist natürlich ein Nachteil, weil besser sind die, die sind aus Metall, die lange halten Kälte, wenn man mit kalten Rollen unter Augen geht, das ist wie eine Gegenschwellungen und Lymphdrainage-Massage. So toll gemacht, also diese Form. Dieser Teil ist besonders schwer, deswegen sie liegt noch besser im Hand. Nachgekauft, ihr seht, wie es für mich, obwohl ich habe eine davon aus Ticker Mix. Ich habe diese von Balea Beauty Effect Augen Gel Pads, die kühlend, erfrischend, beim Schwellungen sehr gut, aufpolsternd Effekt mit Hyaluronsäure. Ich habe mich so auch interessiert und ich habe die gekauft. Ich wollte die auch testen und ich würde auch so machen, wie ich habe schon für euch Video gemacht, wo ich alle meine neue Masken getestet habe, live getestet, ja, damit ihr ganz genau
alles selber sehen könnten. Das ist nicht Drogeriemaske, aber Preis haben sie wie Drogerie. Ich weiß, dass viele haben nachher nachgekauft und sind sehr, sehr zufrieden. Kaufe ich bei Schuback oder Karstadt. Eine Maske, das ist Regenerativmaske mit Sandor Lipiden, also das ist wirklich sehr, sehr gut und beruhigt Haut. Ach ja, das ist von Hildegard Braukmann, habe ich auch vergessen euch zu sagen. Es ist wirklich meine Lieblingsmaske. Und die zweite, das ist Kupirosen Relax Maske. Keine Maske, ja, wird auf dem Haut austrocknen, was ist ganz wichtig. Und Hildegard Braukmann, das ist diese Kräuterkosmetik, also Inhaltsstoffen wirklich sehr, sehr gut. Diese Maske mit grünem Tee, Salbe und Feigwurz. Das ist meine Favoritin. Ich kaufe die schon seit Jahren nach und nach. Und Balea hat auch für die Hände neue Handpeeling rausgebracht in diese kleine Paket mit Wildrosenöl, Aprikosenkernen, Peelingkörnern für ein seidig zartes Hautgefühl, sanfte Reinigung und Pflege. Also Inhaltsstoffe, wie gesagt, wir schauen mit euch nachher zusammen. Bis jetzt, das sieht richtig gut aus. Das einzige, diese Körner, ich hoffe, die sind nicht so groß, weil wir dürfen unsere Haut nicht verletzen. Und besonders je älter wir werden, desto müssen wir mit unserer Haut akkurat und freundlich zu sein, weil diese Verletzung würde nicht so schnell heilen. Und für uns, ja, das ist kein Anti-Age mehr, das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Deswegen auch gerade diese Peeling benutze ich nicht bei Duschen. Ich benutze sehr gerne Salzpeeling, Zucker und besonderes Salz wirkt wie ein Gegenwundermittel. Von Balea, Hanftuchmaske. Also ich könnte mich nicht beruhigen, was geht um diese Inhaltsstoff Hanf. Obwohl ich habe schon euch mal gesagt, in meinem Aufgebrauchtsvideo, ja, könnt ihr euch auch hier verlinken. Ich habe da tolle Sachen für euch gezeigt. Wenn ihr verpasst habt, könnt ihr am Ende meines Videos auf diesen Link drücken und dann ja, direkt zu diesem Video kommen. Ich habe euch gesagt, dass irgendwie Produkte mit Hanf bei Drogerie, ich bin nicht so zufrieden. Also die haben mich nicht überzeugt. Aber ich war trotzdem neugierig. Punkt, der hat mir geholfen, Entscheidung zu treffen, dass dieses Tuch ist aus 70% von Hanffasern. Das ist mehr Natur. Hoffentlich, dass da mehr diese Hanföl und Hanfextrakte sind drin. Für intensive Feuchtigkeit mit Hanfsamenextrakt und Hyaluronsäure-Tuch. Materialien biologisch abbaubar. Also das ist wirklich super. Inhaltsstoffen haben mich richtig angesprochen. Das ist Vegan-Produkt und das testen wir auf jeden Fall zusammen. Bin ich gespannt und ich hoffe, dass es wirklich etwas endlich Schönes. Letzte Zeit, ich habe damals schon euch Video gezeigt, dass Balea hat so viele neue, wirklich sehr gute Masken rausgebracht. Die haben wirklich sehr gute Inhaltsstoffe. Fast keine Maske enthält Alkoholdenat, moderne Konservierungsstoffe. Einige schon haben keine mehr Parfüme. Bei anderen, wenn gibt es, dann sitzt ganz, ganz unten, meistens am ganz letzten Stelle. Ja? Seid ihr neugierig, dann Video kommt auf jeden Fall. Es ist vielleicht bei mir ab und zu langsam, aber es kommt. Von Balea straffende Hydragel Augenmaske Glowing Moments mit Koffein und Hyaluron Patches habe ich mir zweite Mal nachgekauft. Also ihr habt schon in meiner damals Video gesehen. Hier ist schon geöffnete Verpackung und das ist neu, weil diese Patches wurde mir sehr gut gefallen. Und die sind wirklich gegen Schwellungen nicht schlecht, so ein bisschen helfen und glatte Haut. Also dieser Effekt hat mir richtig gut gefallen. Das ist auch Vegan-Produkt, also meistens sind vegan und wurden in China fertig gemacht. Trotzdem, sie sind wirklich sehr gut. Von Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuch Maske intensiv Feuchtigkeit spendete und erfrischende Maske mit Aloe Vera Hyaluronsäure Feuchtigkeit spendete Serum. Ich habe mich richtig gefreut, die auch erst einmal also von Garnier Maske testen, weil ich denke, bis jetzt ich habe keine Garnier Maske getestet, aus dem Grund, dass die meistens benutzt Alkohol und ganz oben. Und diese Maske leider ist nicht Ausnahme. Habe ich nachher das im Livestream, als ich Inhaltsstoffe eingeschaut, entdeckt, dass hier
Auf vierter Stelle steht Alkohol, also sauber Alkohol. Die Tochter meines Mannes hat mir gesagt, dass ab und zu Alkohol wurde so gemacht, das wurde sehr schnell verschwunden und man schafft nicht, das zu merken. Deswegen, ich probiere das. Und besonders, wenn ich sehe, dass Alkohol steht doch zwischen Glycerin und Aloe Barbades. Die Tochter meines Mannes hat mich überreden und vielleicht, sie weiß doch ein bisschen etwas mehr als ich. Könnte das auch sein. Ich bin auch keine Profi, ja. Maske von Balea, auch ganz neue Beauty-Kollagen, Folientuchmaske, glättende und intensive feuchtigkeitsspendende Pflege mit Kollagen, Booster und Akazien-Kollagen. Das ist pflanzliche Kollagen und ich weiß, dass aus Akazien-Kollagen ist richtig gut, richtig spitze. Also die Maske sieht so aus, Inhaltsstoffen haben mich richtig überzeugt, deswegen habe ich die auch mitgenommen, mit euch zusammen zu testen. Ganz neue Creme von Balea für Hals und Dekolleté. Und natürlich könnte ich nicht Nein sagen, weil irgendwie bei dieser Sonne zu pflegen, ja, wir sparen Geld. Also ganz tolle Sache, ja. Okay, ich habe schon mein Lieblingsprodukt für Hals und Dekolleté, aber natürlich, ich wollte das testen, weil hier steht mit Kollagen, Boost und Akazia-Kollagen. Es ist wirklich, ja, pflanzlicher Produkt, wieder Akazia, dreifach Lifting-Effekt, verbessert die Hautelastizität, strafft die Konturen, glättet die Haut. 50 ml, ich habe schon angefangen, dieses Produkt zu testen, damit ich euch ein bisschen mehr dazu sagen kann, weil dieses Produkt, der muss ein bisschen länger getestet sein. Es ist keine First Impression, also passt dazu nicht, oder? Richtig schick. Duft gefällt mir auch. Ganz leichte, ganz leichte natürliche Düfte. So, hör auf, Nathalie. Ich liebe gute Düfte, besonders wenn es geht um Pflegeprodukte, dann sie am besten dürfen nicht da sein. Aber wenn es für Hals, Dekolleté, für Körper, dann ja, okay. Sie dürfen da sein, aber bitte ganz, ganz wenig. Und diese Nivea-Düfte mag ich, ja? Wisst ihr? Diese sanfte Richtung. Wenn ihr habt schon davon etwas getestet, dann teilt ihr bitte mit uns unter meinem Video im Kommentar eure Erfahrung. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich, interessant und danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald, eure Nathalie.